So, guten Abend, guten Tag, guten Mittag. Das ist wohl jetzt der letzte Part, der hier gestartet wird. Und zwar bei der allerletzten Mission ist wirklich das jetzt absolute Finale. Ich bin froh, dass ich das Projekt endlich mal beenden kann. Das ist ja, zieht sich ja schon seit Monaten. So, mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich weiß nur, dass es eine sauschwere Mission ist. What the fuck? Handgranate los! Oh, fuck. Okay, das war schon, war schon nicht so dolle. Fängt schon gut an. Ich habe eigentlich mir für den Part höchstens 20 Minuten geplant. Also kommt drauf an, wie es jetzt funktioniert. Granate, gleich Granaten nehmen. Wo ist er? Ja, wirf sie doch! Wirf sie doch! Hallo? Da wirft die Granate nicht. Ein Fuckfehler oder was? Okay, hat keine Granate. Keine Ahnung, warum der die Granate nicht wirft. Jetzt wirft er es auf einmal. Exakt. Hä? Wo steht denn hin? Er hat keine Ahnung von irgendwas. Zack. Oh. Da ist auch noch einer. Ah, oben hier. Ach, meine Fresse. Der ist tot. Nächster. Rauskommen, bitte. Der lebt auch nicht mehr. Oh doch! Alter, der hat mich gebaitet. Drecksau, Alter. Scheiß Camper. Dreckscamper. Ich brauche jetzt mal hier. Jetzt geht's aber los. Jetzt ist aber Schluss mit hier mit lustig. Alter, das ist aber auch eine schwere Mission. Ob er tot ist. Mach ich den Fehler nicht. Zack. Stirb. So. Nur nochmal, um sicher zu gehen. Oh, was ist meine Tommy Gun? Ist er gar nicht. Wo ist meine Tommy Gun? Weg mit dem. So, weg mit den Alten. Ja, nur Headshots. Ich weiß nicht, wie man spielt. Der lebt ja noch. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Die Leute wollen ja... Oh fuck. Komm raus. Müssen wir ausräuchern den Sack. Ist anscheinend tot. So, habe ich nicht auf den Tasten die Waffen. Ah, da. Genau. Im Spiel endlich rausgefunden, wo man schnell die Waffen switcht. Ist er tot da? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Erstmal den da. Na den. So. Mach's doch ganz gut, oder? Weil eben hab ich gedacht, es wäre einer. Wo ist denn der hin eigentlich geflogen? Ist der weggeflogen oder was? Hat der einen Abgang gemacht? Jedenfalls eine schwere Mission hier. Wo ist denn der hingeflogen, ey? Ich kann gar nicht 90 Grad runter gucken. Nervt auch ein bisschen. Was ist mit meinem Mantel los? What the fuck, was ist mit meinem Mantel los? Mein Mantel ist kaputt. Scheiß drauf. Ich sehe jetzt zwar aus wie, keine Ahnung. What the fuck. Mein Mantel ist wieder repariert.
Ich hab ein bisschen Schiss, wenn da kein Checkpoint kommt. What the fuck? Wo? Da oben. Drecksau. Face It habe ich gespielt. Ne, Face It? Ja, Face It war's. Ne, Face It? Warte mal. Was war das? Challenge Me habe ich gespielt. Kann ich hier runter? Da ist ein Playboy-Prospekt, da muss ich natürlich hin. Wunderschön. So. Playboy-Prospekt, weißt du? Oh, da. Wo seid ihr denn? Oh mein Gott. Scheiße. What the fuck? Ach, scheiße. Ich bin tot. Stirb. Oh mein Gott, das Aiming ist für den Arsch in dem Spiel. Das ist mein Tommy Gun anders, da kann das nicht. Krieg ich hier gar nichts hin. Wo seid ihr? Alle tot? Oh mein Gott. Da ist einer. What the fuck? Mann, Moeter! Hab ich noch eine Granate? Nö, aber ich hab so einen Revolver, wo ich ihn wegmachen kann. What the fuck, da sind noch ein paar. Ich kann aber nicht blind rausschießen, ey. Da war der Checkpoint. Checkpoint, hallo. Das ist Tauben? Nee. Die Tür geht doch gleich auf. Oder machen die jetzt? Da kann man doch runter. Hallo? Wo geht's denn hier hin? Ist das der Fluchtweg oder was? Guck mal, ich hätte mir den ganzen Weg ersparen können, wenn ich hier lang gegangen wäre. Aber gut. Ich musste hier runter, unten lang gehen. Guck mal, der hätte einfach nur hier runter gehen müssen. Einfach nur hier rein. Und dann wäre schon die Hälfte von der Map, hätte ich mir ersparen können. Aber nee, der muss hier außen rum, da außen rum, hier hoch. Und rein da. Was? Kennst du? Ich kenne nur den Anfang. Eigentlich wird's wieder blind. Oh, Planetarium. Und jetzt geht los. Ich höre komische Sachen. Ich höre Treppen. Der Cooler die Treppen runter. Finde ich gut. Geweiht meiner. Oh, fuck. Einen habe ich. Ich meine, das Ballern hier oder das Schießen macht hier schon ein bisschen Spaß, aber... What? Kommst du? Headshot.
brauche keine Granaten mehr. Aber die Waffe ist auch geil. Oh fuck, das war die Schrotflinte. Doch hier noch sowas. Ein Partiergewehr. Mach die mit einem Schuss weg. Auch hier. What the fuck? Wer denn hier? Von William ein bisschen vorsichtig sein. What the fuck? What? Natürlich. What the fuck? Ja, ihr habt mich erwischt. Oh fuck. Oh fuck. Komm raus. Stirbt der gar nicht, Alter. Was ist denn das? Ist das der Endgegner oder was? Und das? Machen die so komische Geräusche? Bin mir ja nicht sicher. Ist da noch jemand? Da eigentlich, dass ich jetzt erschossen werde. Wenn ich da jetzt noch alles machen muss, dann bin ich aber deprimierend hier. Immer von Deckung zu Deckung hechten hier. Kommt mir bekannt vor, diese Zweigung. Kommt eine Granate, hä? Okay, hier ist nichts. Und rein da. Puh! Ah, wer kommt denn da? Dich haben sie geschickt? Das ist eine Frechheit. Was haben sie dir gesagt? Leg Halo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, hä? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelutscht hast? Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Wann begreifst du das endlich? Joe, du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur. Genau wie Clemente dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitze Henry dich benutzt hat. Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbürgt, hast ihn bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du elender Schwachkopf dafür büßen. Jetzt, Joe. Hey, falls du vorhast abzudrücken, tu's einfach. Worauf wartest du? Vito. Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Denk dran, worüber wir geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Blick ihn um. Zwei. Sofort. Oh mein Gott. Oh, jetzt geht's aber los hier. Gib dir Deckung! Scheiße, Mann! Los, lass dir dein Hirn raus! Verdammt nochmal, leg die zwei Irren um! Wo denn? Was ist er denn? Alter, Scheiße! Alle kannst du nicht umlegen! Wo? Du bist komplett wahnsinnig. Ich freue mich schon drauf, wenn du krepierst. Hier kommen wir von zwei Seiten, Alter. Los, wird's bald. Sie sind nur zu zweit. Runter! Das hat mir gefehlt. Wie damals während der Prohibition.
Ich bin tot. Alter! Keine Waffe, Alter. Wo sind sie denn? Nur mal raus. Wo ist denn der? Weg. Weißt du was, Carlo? 10 Jahre lang habe ich nur Leute umgelegt. Ich habe sie für mein Land umgelegt. Oder für meine Familie. Ich habe jeden umgelegt, der mir in die Quere kam. Aber diesmal... Diesmal tue ich es für mich. Scheiß auf dich. Scheiß Wichser. So, machen wir hier komplett Schluss. Ich will nur hoffen, dass du weißt, was du hier machst. Ach, keine Scheiße. Sorge, alles bestens. Wirst schon sehen. Tja, was hat er denn von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Weiter nichts. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot? Ich sollte dich ein erledigen. Angebot. Dafür das wollte er mich zum Kapo machen, mit einer eigenen Truppe. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Ach so. Und warum hast du es nicht gemacht? Du schuldest mir noch $5, Mann. GG. $5. Warum sind wir hier einfach gleich reingegangen? Also ich verstehe das nicht. Wir sind komplett oben rum, unten rum. Scheiße, was soll das denn? Schon gut, Joe. Alles erledigt? Erledigt. Na prima. Dann haben wir ja was zu feiern. Los, fahren wir ins Bordell. Ey, gute Idee. Na komm, Vito. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Okay, dann treffen wir uns dort. Der wird umgelegt. Okay, was ist das große Geheimnis? Hey, hey, was ist denn jetzt los? Wo wollen die mit Joe hin? Sorry, Kleiner. Die Sache läuft ohne Joe. Ja, ich glaube, das Projekt ist jetzt beendet. Ja, Joe wird kalt gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es da ein alternatives Ende gibt. Leider kann ich die Credits nicht durchlaufen lassen wegen der Drecksmusik. Das ist ja nicht normal, das muss man also. Alter, nee. Ach nee. Jetzt werde ich, wenn ich das wieder bei YouTube hochlade, muss ich wieder was drüberlegen. Ach nee. Ach ja. Ein hinterlistiges Spiel natürlich, aber ich fand den ersten Teil besser irgendwie. Der zweite ist so, keine Ahnung, null durchdacht. Der ist nicht so durchdacht wie der erste Teil. Da aber drückt der auf einmal den. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht haben die sich einfach nur gedacht, ja, bei Mafia 1 war die Story so einfach. Da hat die, haben die den Don betrogen und der Don wollte die dann ausknipsen. So, das war alles. So. Das heißt betrogen. Als erstes hat ja der Don, was weiß ich, kippen und wollte seine Truppe nicht daran teilhaben lassen, wollte irgendwie Zigarren verkaufen. Oder die Diamanten, da wo da drin waren. So. Und bei dem Teil ist es so, ach, da macht erst der eine mit dem rum, der andere mit dem und am Ende haben sie alle die Syphilis. Also es ist einfach, naja. Es hätte schon ein bisschen linearer und strukturierter sein können, die Story. Aber, ansonsten ist das Spiel spielerisch, finde ich es natürlich besser als der erste Teil. Storymäßig, naja, da blickt doch kein Schwanz mehr durch. Naja, dieses Projekt ist jetzt beendet.
dann bis zum nächsten Projekt, was wohl wahrscheinlich der Resident Evil, der dritte Teil, Luna, den wollte ich ja als erstes machen. Und der ist ja, ich bin da irgendwie dazu gekommen durch, was weiß ich, nicht noch alles, Auto und was weiß ich nicht noch alles, bin ich nicht dazu gekommen, noch den dritten Teil zu machen. Normalerweise habe ich mir den dritten Teil geholt, um praktisch die Zeit für Resident Evil zu überbrücken. Jetzt muss Mafia 3 wohl nach Resident Evil kommen, weil jetzt mache ich jetzt natürlich erst Resident Evil, ist aktueller und interessiert mich auch, ehrlich gesagt, mehr jetzt als der Mafia 3. Kommt jetzt wohl erst Resident Evil 3 Remake. Bin mal gespannt, wie das wird. Und ja, Mafia 3 mache ich auch noch. Ich habe mir es ja gekauft. Es wird auch ein Blind-Projekt, Mafia 3. So wie Resident Evil 3. Also alles Blind-Projekte. Naja. Allahub. Dann macht's mal gut, bis zum nächsten Projekt.